Der älteste Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette Marit, Marius Borg-Høiby, kommt für eine Woche in Untersuchungshaft. Das hat das Amtsgericht von Oslo entschieden. Gegen den 27-Jährigen gibt es eine Reihe von Anschuldigungen, darunter sind nur noch zwei Sexualdelikte. Nach neuen Vorwürfen gegen den norwegischen Prinzessinnensohn Marius Borg-Høiby hat die Osloer Polizei Untersuchungshaft beantragt. Das teilte das zuständige Amtsgericht von Oslo mit. Gegen den 27-Jährigen sind seit diesem Sommer zahlreiche Anschuldigungen laut geworden, darunter Körperverletzung gegenüber Ex-Freundinnen und Sachbeschädigung. Nun wird ihm auch ein Sexualdelikt zur Last gelegt, der schwerwiegendste Vorwurf. Høiby ist der älteste Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette Marit und der Stiefsohn von Thronfolger Kronprinz Haakon. Ein Haftprüfungstermin ist angesetzt. Das Gericht wird dabei demnach zunächst darüber entscheiden müssen, ob die Verhandlung, wie von der Polizei erbeten, hinter verschlossenen Türen stattfindet. Høibys Anwalt teilte norwegischen Medien mit, dass sein Mandant vor Gericht erscheinen werde, es aber keine Grundlage für Untersuchungshaft gebe. Man wolle dem Gericht zeigen, dass der Fall anders aussehe und weitaus nuancierter sei, als es in den Medien vermittelt werde. Am Dienstag hatte die Polizei bekannt gegeben, die Anschuldigungen um weitere Punkte auszuweiten. Unter anderem wird Høiby nun auch ein Verstoß gegen den Paragraphen 291 vorgeworfen, in dem in Norwegen Vergewaltigungsvergehen geregelt sind. Konkret geht es der Polizei zufolge um sexuellen Umgang ohne Geschlechtsverkehr mit einer Person, die bewusstlos ist oder sich aus anderen Gründen der Handlung nicht widersetzen kann. Høiby bestreitet die neuen Anschuldigungen nach Angaben seines Anwalts. Er war am Montag um kurz vor Mitternacht zum dritten Mal innerhalb von 4 Monaten festgenommen worden. Seitdem befindet er sich im Osloer Stadtteil Grönland in Gewahrsam.